Los geht's. Ups. Okay, das ist die Grenze von denen. Ich überlege gerade, ob ich noch ausweiten möchte, aber muss ich, glaube ich, nicht mal mehr. Ich werde jetzt erstmal die Ziegeleien einstellen. Oh, mir ist gerade was eingefallen. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass ich ja... Ach, gerade für den Käse brauche ich das Brot, das ist so bitter. Ja, dann forsch mal schön. Achso, ja, klar, wegen den Ziegeleien. Da habe ich erst in 1701 diesen wahnsinnig tollen Joke gebracht, von wegen Ziegeleien oder Ziegeleien. Oh. Joke-Cookie. Ach, schön. Ich meine, hier ist das Land schön fruchtbar, grün, saftig, Dings, und trotzdem brauchen die Wassereimer. Milch habe ich ja genug. Ah, da fehlt noch Schinken, okay. Wir müssen dann auch immer die Spezialsportart machen nach der Mission. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil, ja gut, ich weiß ja eigentlich, was kommt, von daher. Ist auch was aufgefallen, als ich die Tempel hier so angesehen habe. Das hat doch irgendwie Stil. Dem Kamel davor und so. Ah, mal schauen. Herbs, Wasser, Herbs, Feuer frei. Opferung für das Militär ist damit fertig. Zwei muss ich erforschen, okay. Damit kann ich leben. Und zwar ganz einfach.17 Gold, das Ding ist halt nur, ich brauche eben das Gold für die Opferungen fürs Wasser. Ich hatte zwar noch 17 Münzen da oben, hier ist nichts mehr, okay. Ich habe noch 25 Wassereimer lagern, das ist okay. Der Weg hierauf ist auch zum Glück echt nicht zu lang oder so. Ach, schon wieder hier.
Das ist hier draußen doch überhaupt nicht genutzt, das ist das nächste. Weil hier die Kante so weit raussteht. Kann ich da nicht noch was reinziehen? Das ist halt blöd. Das heißt, wenn das ja keine Wachhütte wäre, könnte ich hier rundum gehen, weil ich die abreißen könnte. Das heißt, kann ich hier rundum gehen, vielleicht bringt das ja was. Ritual der Löwenstärke abgeschlossen. Dann füllen wir mal zwei Wasseropfer an. Wobei eigentlich passt das jetzt mittlerweile, denn wir haben noch 44 Wasser lagern, verbrauchen nicht allzu viel. Wir haben noch ein paar Goldmünzen auf Reserve. Ich werde das Goldbergwerk zumindest mal pausieren. Und sonst dürfte ich eigentlich nirgendwo mehr Brot brauchen. Das heißt, wir müssen es relativ schnell jetzt kriegen. Oh Gott, wieso haben wir so viel Ziegen? Weil die Gerberei kein Salz kriegt. Salzbergwerk braucht auch Brot. Oh. Müssen wir das auch anhalten? Dementsprechend die Gerberei auch und die Käserei braucht natürlich auch Salz. Aber die Käserei muss noch kurz weiterlaufen für die anderen Bergwerke. Egal, solange wir nur genügend Material vorrätig haben, um das Brot produzieren zu können, reicht es ja eigentlich. Das Ding ist nur, das folgende. Die Bäckerei ist aufgrund der langen Transportwege absolut ineffizient. Ich meine, er kriegt den ganzen Weizen hochgeschickt, ja, aber bis das von da unten oben ist, dauert es ewig. Hier gehen die Grenzsteine, okay. Fazit ist, wir brauchen noch eine Getreidefarm. So, Materialien dafür sind am Weg. Zusätzliches Wasser ist ebenfalls dabei. Wobei, jetzt könnten wir eigentlich wieder Schiffchen bauen darüber. Das wird vielleicht den ein oder anderen Transportweg wirklich erleichtern. Aber wir sollten es vielleicht anbinden, ja. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Wie viel Holz haben wir? Hier haben wir 12. Will ich die anderen Lagerhäuser überhaupt nachschauen? 17. Kurze Frage an alle, die eventuell das Spiel mal gespielt haben. Gibt es irgendwo eine Kürzel, wo man das ganze Lager anschauen kann? Es sind noch 3. 14. Da, Inventar, Tatsache. Na, hat sich erledigt.
Der Bauernhof steht, ja? Ja klar, hier machen wir eine Fahne hin, ist klar. Macht Sinn. Route bereits aktiv, der fährt also wirklich schon fleißig und hier, sehr gut. Ja. Jetzt warten wir eigentlich nur noch aufs Fladenbrot, was eigentlich relativ zäh ist. Fällt mir spontan irgendwas Spannendes ein? Ja, Gamescom ist bald. Das habe ich aber schon, glaube ich, in so ziemlich jedem Let's Play jetzt erwähnt. Ich bin Donnerstag und Freitag da. Das habe ich, glaube ich, auch schon so ziemlich jedem Let's Play erwähnt. Ich glaube, hier auch schon, oder? Hier wird noch gesammelt, und zwar an Ziegen. Weil es da genügend geben sollte. So viele Ziegen. Was mich vor allem interessieren würde, ist, warum dieses verdammte Getreide so wenig produziert wird. Der Bäcker ist total unterbelastet, also das ist... Da kommt wieder Getreide hoch, aber... Den Bäcker mal eine Zeit lang beobachten, nicht so. Habe ich wirklich so wenig Output aus den Getreidefarmen? Weil wir haben momentan genug Wasser. Hau mal rein. Die Waren werden eine bestimmte Zeit lang schneller hergestellt. Ich weiß, ich opfere 5 Brot dafür, aber... Tja, was soll ich denn machen? Wow, willkommen beim Ziegenmikado. Ach, du grüne, grüne. Wasser zu Wasser. Obwohl, wir haben wirklich genug Wasser. 120 Eimer. Ich werde zwar eine Opferung vorbereiten, falls wir da wieder zurückfallen, aber die werde ich nicht direkt wieder reinklatschen, weil es wäre einfach zu viel dann. Die Münzprägerei steht auch an, die wird auch mal pausiert. Die Kohlegrube, wo ist die? Die ist hier. Wird auch mal pausiert, weil wir haben ja sowieso keinen Käse momentan. Fisch, frischer Fisch. Wieso habe ich hier eigentlich keinen Angler hingestellt? Kann ich eigentlich 2 brauchen. Ich habe übrigens einen wahnsinnig tollen Kommentar gelesen. Wir haben hier einen See, wir haben das Meer, aber wir haben kein Wasser. Es ist eigentlich traurig, ja? So, die wird vorbereitet, du wirst gestartet. 10 Minuten schnellere Produktion. Gespannt bin ich. Aber es glitzert jetzt überall so schnell, das sind so schön, das sind alles Vampire, oder was?